40 Jahre lang ist Deutschland gespalten. Eine hochgesicherte Grenze teilt die Deutschen, auch in Berlin. Die Stadt ist, wie im Event-Dreiteiler Der gleiche Himmel, ein Tummelplatz für Spione beider Seiten. Ich wusste aus der Erfahrung, dass die meisten Spione nicht in die Rente gehen. Die sterben. Im Kalten Krieg wird selbst die Liebe zur heißen Waffe. Die DDR setzt gezielt Romeo-Agenten auf Sekretärinnen im Westen an. Dieter Wehnert hat solche Aktionen organisiert. Es war die Zeit des Kalten Krieges. Da wurde mit Schicksalen doch relativ großzügig umgegangen. Gabriele Klim ist eines der Opfer. Es kam ein Mann auf mich zu, der aussah wie der absolute Traum meines Lebens. Die Aktionen der Ostspione sollten die Bundesrepublik im großen Stil untergraben. Ich habe eine Sekretärin gehabt, von der ich auch nicht wusste, dass sie von der DDR her eingesetzt war. Ein Tauziehen der Agenten. In einer Zeit, in der die Menschheit mehrmals am Abgrund des Dritten Weltkrieges stand. Der Teufelsberg ist mit 120 Metern die höchste Erhebung in West-Berlin. Mit Blick Richtung Moskau. Briten und Amerikaner betreiben hier ihre östlichste Abhörstation. Jede Person, die hier arbeitet, ist für den sowjetischen Geheimdienst und die Staatssicherheit der DDR interessant. Und ein potenzielles operatives Ziel. So, what have you got? Thank you. Hier gewonnene Informationen können über Krieg und Frieden entscheiden. In der Hauptsache haben wir versucht, Radarinformationen abzugreifen, denn die verraten, wenn die Sowjets mobil machen oder auch Truppenbewegungen vornehmen, von denen die amerikanische Regierung nichts wusste. Vier große Radarschüsseln, durch Leinwandumhüllungen getarnt, horchen permanent in Richtung Osten. In 500 Kilometern Reichweite entgeht ihnen kein Funkspruch des Warschauer Pakts. Kaum ein Telefonat zwischen Moskau und Ost-Berlin. Die Gegenspieler sitzen nicht weit entfernt. In Berlin-Lichtenberg, im Osten der Stadt, besitzt das Ministerium für Staatssicherheit sein Hauptquartier. Die HVA, die sogenannte Hauptverwaltung Aufklärung, ist der Auslandsspionagedienst der DDR. Sie residiert in der Normannenstraße, im Gebäude Nummer 15. Im Spielfilm werden hier junge Offiziere instruiert. Das dort ist Spionage im industriellen Maßstab, gesichert mit Überwachungskameras, bewacht durch Scharfschützen mit Schießbefehl. An die 1000 Leute arbeiten dort, rund um die Uhr. Zwei Drittel US-Personal, ein Drittel Briten, alle zweisprachig ausgebildet, entweder Deutsch oder Russisch. Jeder ist nur ein Teilchen in einem großen Informationspuzzle. Aus Sicherheitsgründen kennt jeder nur seinen eigenen Arbeitsbereich. Die Hauptregel war, man ging direkt zu seinem Bereich, gut, man arbeitete da und man kam wieder direkt raus. Wie streng das alles war, als junger Soldat, fand ich es sehr streng. Christopher McLaren war Traffic Analyst auf dem Teufelsberg. Funksprüche, die seine Kameraden abgefangen und übersetzt hatten, landeten auf seinem Schreibtisch. Er musste dann einordnen, was man da überhaupt abgehört und wer da gesprochen hatte. Aus Sicherheitsgründen arbeiteten die Analysten in fensterlosen Räumen. Wir versuchen seit Jahren, die Anlage zu infiltrieren. Lauren Faber ist unsere Eintrittskarte. Wie im Film Der gleiche Himmel, so hat die Staatssicherheit der DDR auch in der Realität junge Frauen gezielt ausgewählt, um sie dazu zu bringen, geheime Dokumente ihrer Arbeitgeber zu verraten. Dieter Wehnert war DDR-Agent. In den 70er Jahren suchte er selbst Kontakt zu Frauen in Westdeutschland. Später leitete er sogenannte Romeo-Aktionen von der Normannenstraße aus. Das Lockmittel? Liebe, wenn auch nur vorgetäuscht. Der eine macht es für Geld, der andere macht es aus politisch-ideologischer Überzeugung. Und es hat natürlich auch Fälle gegeben, wo Liebe, die ja ein starkes motivierendes Element ist, dazu geführt hat, dem Partner nachrichtendienstliche Informationen zu liefern.
Mit 20 Jahren beginnt Wehnert seine Karriere als Offizier im MFS. Ein Jahr später geht er in den Außendienst. Das Zielgebiet, in dem er operiert, ist die Bundeshauptstadt Bonn. Für die SED regiert hinter diesen Mauern der Klassenfeind. 1969 beginnt mit der Kanzlerschaft Willy Brandts eine neue Ära in den deutsch-deutschen Beziehungen. Doch trotz Brandts Entspannungspolitik wollen die HVA-Agenten weiterhin über das Handeln der Regierung informiert sein und versuchen in den Vorzimmern der Macht Spione zu platzieren. Die Praxis hat gezeigt, dass eine Sekretärin an mehr Material, an interessanteres Material kommt als der Abteilungsleiter. Deshalb waren also Leute auf dieser, ich sag mal, einfachen Arbeitsebene durchaus interessant. Weil sie Zugang zu Geheiminformationen haben, sicherheitstechnisch aber oft unterschätzt werden, rücken die Sekretärinnen in den Fokus der HVA. Viele von ihnen genießen den Feierabend in der Stadt, beim Shoppen oder einfach nur auf einen Drink. Etliche der fast 300.000 Einwohner Bonns arbeiten in Ämtern und Ministerien. In Cafés versuchte man, Leute anzusprechen, weil hier einfach die Wahrscheinlichkeit groß war, dass es sich eben um junge Frauen handelte, die jetzt nach der Arbeit noch einen Kaffee trinken. Früher gab es Dutzende davon. Heute hat sich am Markt nur noch das Café Müller-Langhardt gehalten. Wie im Spielfilm der Anbahnungsort für Erstkontakte. Ihr Kaffee? Danke. Bitteschön. Entschuldigung, könnte ich Ihren Zucker leihen? Dankeschön. Ein Zeuge vor Ort. Unsere Kundschaft, es waren einige Politiker und Frauen, Sekretärin, die speziell auch in den Ministerien arbeiteten oder in den Botschaften. Dutzende von DDR-Spionen waren damals in Bonn unterwegs. Zwischen Milchkaffee und Sahnetorte versuchten sie herauszufinden, welche Dame einen interessanten Job hatte und ob sich ein Anbandeln lohnt. Im Spielfilm Der gleiche Himmel hilft der Agentenführer mit einer List beim Kennenlernen nach. Gefüllt mit alten Fotos, mit alten Rechnungen, mit alles, was man sich vorstellen kann. Dann musste man dadurch noch etwas einbauen, was den Weg zu der Zielperson nachvollziehbar machte. Das heißt, man musste also entweder ihre Telefonnummer handgeschrieben auf einem Zettel haben oder ihre Adresse auf einem Brief. Dann klingelte Wehnert. Ein scheinbar harmloser junger Mann steht vor der Tür. Mit freudigem Gesicht, schauspielerhaft verzerrt. Ich habe Ihre Tasche gefunden. Wie lange suchen Sie die denn schon? Und dann war natürlich Fassungslosigkeit in der Regel im Gesicht. Ich habe also immer wieder erlebt, dass die natürliche Neugier des Menschen dazu führt, dass man sich in Gespräche einlässt, bis hin zu der Frage, was machen wir denn jetzt mit dem Geld? Manche Frauen gingen ihm auf den Leim und ließen sich mit dem Geld aus der angeblich gefundenen Tasche zum Essen einladen. Eine der Sekretärinnen im Fokus der DDR-Staatssicherheit war Gabriele Klim. Sie erinnert sich an das erste Treffen mit ihrem Romeo-Agenten. Es kam ein Mann auf mich zu, der aussah wie der absolute Traum meines Lebens. Also das, als hätte jemand gewusst, wie der Traum meines Lebens ist, und der stand plötzlich vor mir. Ein Kaffee bitte. Sehr gern. Ich habe den angeguckt wie ein hypnotisiertes Kaninchen.
Helmut Müller-Enbergs ist Spezialist für die Tricks und Strategien der Stasi. Er weiß, wie planvoll die HVA ihre Zielpersonen einzukreisen versuchte. Man hatte eine Charaktermaske erstellt und konnte herausdestillieren, wie muss der Mann beschaffen sein, um andocken zu können. Dieser erste Moment, die erste Begegnung, die musste zünden. Lieben Sie Dickens? Das klappt natürlich umso besser, je mehr man vorher die Zielperson aufklären konnte. Wenn es einem gelungen war, durch einen Informanten in der Nähe der Zielperson, deren Neigungen und Hobbys bis ins Detail auszuspähen, dann konnte man natürlich eine Person heranschleusen, die genau so aussah, wie sich seit Jahren die Zielperson ihren Traummann vorstellte. Genau das ist Gabriele Klim passiert, im Biergarten des Rheinpavillons. Hier traf die hübsche 32-Jährige im Sommer 1977 auf jemanden, der sich als Frank Dietzel vorstellte. Fotos von damals existieren nur von ihr, nicht von ihm. Der Stasi-Mann mied jede Kamera. Und ich, dummer Mensch, war von der ersten Sekunde, wo der nur in meinem Blickfeld erschien, total verliebt in den Mann. Und bin geblieben. Damals arbeitet Gabriele Klim in der amerikanischen Botschaft. In den nächsten 10 Jahren wird die sonst so loyale Fremdsprachensekretärin ihren Chef hintergehen und Tausende von Geheimdokumenten aus dem Büro nach Hause schmuggeln, zum Abfotografieren. Im Spielfilm Der gleiche Himmel versucht die HVA auf dieselbe Art und Weise, Informationen aus der Abhöranlage Teufelsberg zu bekommen. Did you already flag this? Yes, ma'am. Auf Datenanalystin Lauren Faber wird ein Romeo-Agent angesetzt. Doch wie wurden die Ostspione auf ihre Mission vorbereitet? Ich wurde zu einem Qualifizierungslehrgang geschenkt nach Belzig. Dort war die Schule der HVA. Das Areal liegt abgeschieden auf dem Land, knapp 90 Kilometer südwestlich von Berlin. Hunderte von Ostblock-James Bonds haben hier zwischen 1960 und 1988 die Schulbank gedrückt. Politisch-operative Ausbildung hieß der eine Lehrbereich. Der andere operative Spezialdisziplin und Methodik der nachrichtendienstlichen Arbeit. Auf gut Deutsch, das praktische Handwerkszeug für Spione. Offiziell firmierte das Institut als Zentralschule der Gesellschaft für Sport und Technik. Die dort Kursanten waren, hatten eine Uniform der Grenztruppen an und trugen auch nicht ihren bürgerlichen Namen, sondern einen Schulnamen. Man ging nicht abends einfach mal raus aus der Schule. Man war ghettoisiert. Ein halbes Jahr quasi aus Überzeugung in einem Ideologieknast. Auf dem Lehrplan stand eine klassische Nahkampfausbildung, wie auf jeder Militärschule. Insgesamt 200 Mitarbeiter schulten in Bad Belzig die Elite des Auslandsnachrichtendienstes der DDR. Das Besondere aber waren nicht die Schießübungen, sondern die Theoriestunden. Ich habe wie ein trockener Schwamm den Lehrgang in Belzig aufgesogen. Er brachte mir in vielen Dingen genau die Erklärung, die ich eigentlich immer vermisst hatte, die mich hemmten im Vorwärtskommen. Da gab es dann Lehrstühle für die verschiedensten Fragen. Einmal die politischen, aber auch bis hin zur operativen Psychologie. Wie fertige ich aus einem gewöhnlichen Bundesbürger einen inoffiziellen Mitarbeiter? Frauen sind anders als Männer. Für Frauen dreht sich alles um Emotion. Entsprechend dominiert bei Frauen die rechte Gehirnhälfte, die für die Emotion zuständig ist. Hier muss die Bindung hergestellt werden, bevor sie körperlichen Kontakt aufnimmt. In sexuelle Erregung zu versetzen.
Soweit der Spielfilm. In Bad Belzig gab es so detaillierte Anleitung wohl nicht. Sondern auch mit ihren psychischen Problemen und mit ihren charakterlichen. Ich setze gern das Wort so genannt vor Romeo, weil es in der Tat in der HVA nicht so gehandhabt wurde. Auch wenn es keine Pick-up-Kurse gab, psychologische Anleitungen, wie man junge Frauen zu Agentinnen machen konnte, wurden dennoch verfasst. Natürlich sollten die Kundschafter nicht verraten, dass sie im Dienst der DDR stehen. Sie segelten unter fremder Flagge. Bei der Konstruktion von fremden Flaggen spielt natürlich eine ganz wesentliche Rolle, wo politische Sympathien und Nichtsympathien angesiedelt sind. Bei Gabriele Klim war das ganz klar. Ihr Romeo-Agent Frank Dietzel war gut instruiert. Er wusste aus meiner Lebensgeschichte, dass ich niemals für Ostdeutschland oder irgendwas arbeiten würde, weil mein Vater ist auch in russischer Gefangenschaft verhungert. Also Ostdeutschland und Russland waren für mich totale Feindbilder. Um die Botschaftssekretärin auf seine Seite zu ziehen, gibt der Romeo-Agent vor, für ein Friedensforschungsinstitut zu arbeiten. Das Büro ist angeblich in München angesiedelt, weit weg von Bonn. Friedensforschungsinstitut wurde übrigens in Varianten häufig eingesetzt, weil kaum einer ist gegen Frieden. Dietzel gibt vor, von München aus im Außendienst zu arbeiten, und zwar ständig. Er hat gesagt, dass er dummerweise, gerade bevor er mich kennengelernt hat, einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, wobei er 5 Jahre mit dieser Firma durch Afrika und weiß ich wo reisen müsste. Außerdem behauptet der Ostagent, dass eine Tochter von ihm in Hamburg lebe, die er an seinen freien Wochenenden auch noch besuchen müsse. Die vielen Reisen gingen so sehr ins Geld, beklagt er. Und er hat gesagt, eine der Möglichkeiten wäre, dass wir zusammenbleiben, diese 5 Jahre, die er da vertraglich gebunden ist, wenn ich inoffizielle freie Mitarbeiterin in seiner Firma werden würde. Und dann hat er gesagt, das könnte ich, wenn ich ihm irgendwelche Papiere aus der Botschaft bringen würde. Gabriele Klim lässt sich auf das gefährliche Spiel ein. In den nächsten Jahren wird sie wahllos immer wieder Geheimpapiere in ihre Handtasche stopfen und mit nach Hause nehmen. Darunter Informationen über deutsch-amerikanische Militärkooperationen bis hin zur Stationierung von Atomraketen. Um so etwas am Teufelsberg zu verhindern, gab es besonders strenge Regeln. Wenn eine von unseren jungen Männern, also Berlinerin, heiraten wollte, muss das sofort runter vom Teufelsberg. Gut, andere Aufgaben oder also wieder in den USA geschickt. Das ging nicht. Gabriele Klim hingegen darf ihre Beziehung aufrechterhalten, an die sie nach wie vor glaubt. Auch wenn Frank Dietzel es vermeidet, ihre Freunde und Familie kennenzulernen. Lieber trifft er Klim in anderen Städten. Wir sind dann durch Düsseldorf gelaufen. Da hatte ich dann einen wunderschönen weißen Mantel, einen weißen Hut. Es war ziemlich kalt und ich hatte weiße Stiefel noch an. Und dann standen wir da vor so einem Schaufenstergeschäft und dann hat er mich hochgehoben und hat gelacht und hat gesagt, guck, was sind wir doch für ein schönes Paar und wir werden jetzt bald also heiraten im Sommer. Und ich war extrem glücklich. Doch der Agent ziert sich, Gabriele Klim zu heiraten. Das bekommt sie zum ersten Mal im Frühjahr 1982 zu spüren. Im März waren wir dann verabredet in Brühl, an dem Schloss in Brühl. Und da ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, es ist was ganz Entsetzliches passiert. Er hätte in einer saudi-arabischen Firma fast 600.000 D-Mark investiert. Und die hätte er verloren. Und deswegen muss er mir leider mitteilen, dass er mich im Sommer nicht heiraten kann. Für die düpierte Braut bricht eine Welt zusammen. Trotzdem bleibt sie ihrem Geliebten 5 weitere Jahre verbunden und schmuggelt weiter Dokumente aus der Botschaft. Das belastet sie immer mehr und sie fühlt sich einsam.
Die Bedingungen für eine Beziehungsgestaltung waren saumäßig schlecht. Und das war auch ein Fehler im Denken dieser Stasi-Strategie. Das war nur aus Spionagesicht gedacht. Abschottung. Und immer wieder das fadenscheinige Hinhalten. Im Jahr 1987 trifft Frank Dietzel, alias Dr. Rudolf Reck, Gabriele Klim in Innsbruck. Er will die Hochzeit erneut aufschieben. Ich bin mit ihm dann weggegangen in dieses Hotel. Und das war das Ende. Weil da habe ich gesagt, das irgendwie stimmt irgendwas nicht. Und wir werden uns trennen. Und ich habe dann die ganze Nacht heulend in dem Badezimmer da verbracht. Auf dem Badezimmer fließen. Gabriele Klim hat sich von diesem Betrug nie wieder erholt. Er war nun von der ersten Sekunde an die größte Liebe meines Lebens und wird auch immer so bleiben, denn diese Figur sehe ich immer noch hinter allem anderen stehen. Männer wie Dieter Wehnert haben mit ihrem Schicksal gespielt. Wenn man bei den beteiligten Leuten auch noch Leute drin hatte, die also nun charakterlich vielleicht sehr wenig Hemmungen hatten, dann bauten sich manche Dinge auch in einer Weise aus, wo man heute nicht stolz drauf sein muss. Ein Leben mit der Lüge. Das hinterlässt auch bei den Agenten und ihren Führungsoffizieren Spuren. Sie sind nahezu völlig isoliert. Wenn man dieses Leben längere Zeit lebt und diese Romeos, sie haben ja teilweise über einen langen Zeitraum gemacht, 8, 10 Jahre, das kann nicht gut gehen. Also so viel Doppelleben über einen so langen Zeitraum, das verdirbt den Charakter. Die Romeo-Masche ist eine besonders perfide Geheimdienststrategie. Aber sie ist keine Erfindung der DDR. In der ersten deutsch-deutschen Romeo-Geschichte verführt ein Westagent eine DDR-Sekretärin, Elli Barchatis. Elli hatte die Position schlechthin. Otto Grote wohl, der Ministerpräsident der DDR, Mitglied des Politbüros der Staatspartei. Über dessen Schreibtisch marschierte viel. Und sie war Chefsekretärin. Ihr Geliebter heißt Karl Laurenz. Für ihn wird Elli Barchatis zur Spionin. Liebe spielt eine Rolle und der Missbrauch des Ausnutzens einer Beziehung, eines Zugangs, einer Abhängigkeit. Am 4. März 1955 werden Elli Barchatis und Karl Laurenz von der Staatssicherheit verhaftet. Im Prozess wird klar, dass sie, genau wie Gabriele Klim, keine Ahnung hatte, für wen sie wirklich arbeitet. Nach seiner Rückkehr erzählte er mir auch, dass er in Karlsruhe gewesen wäre und dass er die Möglichkeit hat, für westdeutsche Zeitungen oder Zeitschriften Artikel zu schreiben. Meiner Erinnerung nach Artikel über die Deutsche Demokratische Republik, über die Lage hier, über die Verhältnisse hier. Doch tatsächlich landen die Dokumente bei der Organisation Gehlen, dem Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes. Ich habe es leider nicht gewusst. Ich habe es auch, obwohl ich es mir hätte aufgrund meiner Ausbildung, meiner politischen Ausbildung und meines allgemeinen Wissens hätte denken müssen. Elli Barchatis und Karl Laurenz werden zum Tode verurteilt. Das Urteil wird in Dresden vollstreckt. Beide werden mit der Guillotine enthauptet. Elli Barchatis war nur die erste in der langen Liste deutsch-deutscher Romeo-Opfer. 34 Frauen wird der bundesdeutsche Verfassungsschutz bis Mitte der 90er Jahre enttarnen. Dass er seine Fangquote erhöhen kann, verdankt der Verfassungsschutz einem Zufall. Um den Terror der Roten Armee-Fraktion zu bekämpfen, kontrolliert die Polizei engmaschiger und öfter. Das bereitet den DDR-Kundschaftern Probleme. Wenn Kuriere zum Beispiel mit falschen Papieren unterwegs waren,
war allein durch Straßensperren und solche Maßnahmen das Risiko, durch Zufall in die Fänge der Polizei zu geraten, schlagartig höher. Ostagenten, die nach Bonn wollen, müssen in Köln umsteigen. Am Hauptbahnhof lauert der Verfassungsschutz. Die bundesdeutschen Abwehrorgane haben sich darauf eingestellt, rauszukriegen, ob es Auffälligkeiten in irgendeiner Weise gab. Eine dieser Auffälligkeiten, fast ein bisschen lustig, bestand darin, dass aus der DDR eingesetzte Kundschafter am Zielort eine halbe Stunde lang den Zeitungskiosk beäugten, die halbnackten oder ganz nackten Frauen oder was auch immer. Ein Verhalten wie im Spielfilm gefährdete den Spionageerfolg also massiv. Aber auch Kundschafter, die vorsichtiger waren, wurden in den 70er Jahren plötzlich reihenweise enttarnt. Das Ministerium für Staatssicherheit war zutiefst perplex, dass eine Sekretärin, ein Referent nach dem anderen enttarnt wurde, ohne dass deutlich wurde, wie ist denen das gelungen, was ihnen sonst nie gelungen ist. Aufgrund dieser genialen Idee, Aktion, Anmeldung. Wollte die Stasi einen Agenten dauerhaft im Westen platzieren, hat sie dafür die Identität eines Bundesbürgers gestohlen, der beispielsweise ausgewandert war. Auf den Namen eines Mannes, der nun zum Beispiel in Kanada lebte, wurde ein neuer Pass gefälscht, mit dem Foto des Stasi-Agenten. Nach ersten Hinweisen durchkämmte der Verfassungsschutz nun die Meldeämter und forschte nach angeblich zurückgekehrten Auswanderern. Das hat dazu geführt, dass die HVA eine Menge Leute zurückziehen musste, die sie vorher mit hohem Aufwand und natürlich mit der Hoffnung, sie später nachrichtendienstlich erfolgreich einsetzen zu können, übersiedelt hatte. Als im März 1979 gleich 6 Bonner Sekretärinnen in die DDR fliehen, ist plötzlich auch das Vorzimmer von Kurt Biedenkopf leer. Die Sekretärin war ungewöhnlich effizient. Der Umgang war so wie eben ein Chef mit einer sehr guten Sekretärin zusammenarbeitet. Kritische Elemente gab es nicht. Während die 31-jährige Christel Brosey für Kurt Biedenkopf arbeitet, wird sie von Konrad Kipping, einem auf sie angesetzten Romeo-Agenten, angeworben. Ihr Chef merkt davon nichts. Diese Qualitäten der Zuverlässigkeit, der Treue, der Loyalität spielen dann gleichzeitig in der Beschaffung der Dokumente auch eine Rolle, weil sie machen das aus Liebe gegenüber diesem sogenannten Romeo. Um das ertragen zu können, muss ich das einfach nur abspalten und muss sagen, ich bin weiter loyal gegenüber dem Chef. Das ist auch das subjektive Empfinden dieser Frau. Und ich liefere dem Liebhaber das, was er gerne wünscht. Christel Brosey wird nicht unter fremder Flagge, sondern ganz offen für die DDR angeworben. Sie liefert vertrauliche Dokumente direkt aus der CDU-Zentrale. Was produziert wurde, dazu hatte sie Zugang. Also es gab kein Safe, in dem Papiere drin lagen, die niemand sehen sollte. Das wäre mir viel zu umständlich gewesen. Da hätte ich nämlich das Ding dauernd bedienen müssen. Die Sekretärinnen sind ein verwundbarer Punkt des Bonner Systems. Das lernt der Verfassungsschutz und lässt Warnplakate entwerfen. Die hängen zwar dekorativ in Ministerien und Parteizentralen, doch kaum jemand fühlt sich angesprochen. Meine Frau war immer der Meinung, dass ich zu wenig, ja, wie soll ich sagen, misstrauisch bin. Das stimmt. Ich kann in einem solchen Zustand nicht denken. Ähnlich wie Willy Brandt. Der setzt mit den Ostverträgen einen Meilenstein der Annäherung zwischen beiden deutschen Staaten. Die DDR hatte ein starkes Interesse daran, dass Willy Brandt als Bundeskanzler weiter im Amt bleibt, weil mit ihm die ganzen deutsch-deutschen Verträge und damit sozusagen eine Anerkennung der DDR in der Welt verbunden war. Doch in unmittelbarer Nähe des Kanzlers tickt eine Zeitbombe. Der DDR-Spion Günter Guillaume. Er gehört zum engsten Kreis des Kanzlers, fährt sogar mit ihm in Urlaub.
Da hat der Verfassungsschutz den Agenten schon längst unter Verdacht. Im April 1974 wird Guillaume verhaftet. Offen gestanden hat mir der Willy Brandt leid getan. Er hat ihm vertraut, so wie ich der Frau Bosei vertraut habe. Bloß, dass das Vertrauen dort natürlich ein sehr viel größeres Gewicht hatte, weil es das Vertrauen des Bundeskanzlers in eine Persönlichkeit wie Guillaume war. Am 7. Mai zieht Willy Brandt die Konsequenzen und tritt als Bundeskanzler zurück. Das war eine bedauerliche Panne, die noch nicht mal so viel Nutzen gebracht hätte vorher, dass man sagen könnte, naja, gut. Eine Katastrophe für die Herren in der Berliner Normannenstraße. Markus Wolf kann sich nur mit Mühe als Leiter der Hauptverwaltung Aufklärung halten. Am Oberlandesgericht Düsseldorf wird Günter Guillaume der Prozess gemacht. 1981 wird er im Rahmen eines Agentenaustauschs in die DDR zurückkehren. Doch die wirklichen Top-Spione des Kalten Krieges bleiben selbst nach der Wiedervereinigung zunächst unentdeckt. Auch Jens Karnay. Als junger US-Soldat wird er Anfang der 80er Jahre in Berlin stationiert. In Berlin hieß es nicht nur, das ist Berlin, sondern das ist die Frontlinie gegen die Russen. Da sind die Russen, über die Mauer kann man gucken, hat man ihm gesagt. Man darf dem Feind in die Augen gucken. Und das war für uns natürlich sehr spannend. Und als junger Mann ist ein spannendes Leben sehr, sehr interessant. Ja? Ich meine, das wollten wir doch als Soldaten. Der Teufelsberg bot den perfekten Ausblick auf die russischen Manöverfelder. You could see Russian tanks maneuvering. Man konnte die russischen Panzer im Manöver mit den ostdeutschen Soldaten sehen. Wenn wir Besuch aus den Vereinigten Staaten hatten, war das eines der Highlights. Die meinten dann immer, oh Gott, so nah an den russischen Panzern. Carol Hemphill war Kommandantin auf dem Teufelsberg, dem westalliierten Horchposten in Berlin. Die meisten meiner Soldaten arbeiteten auf dem Teufelsberg. Aber es gab auch eine Station der Air Force weiter im Süden. Weiter im Süden, im ländlichen Gebiet zwischen Lichtenrade und Lichterfelde. Heute erinnert dort nichts mehr an die Schwesterstation des Teufelsbergs. Im Kalten Krieg ragten hier Dutzende von Antennen und Radarkuppeln in die Höhe. Die Zivilbevölkerung kannte das Objekt als Wetterstation mit einem Schmunzeln. Und wir haben das nur als Mary, so wie die Frau, wie der Frauenname, Mary bezeichnet, Marienfelde. Das war ein Trümmerhaufen aus dem Zweiten Weltkrieg, ein etwas kleinerer Trümmerhaufen wie der Teufelsberg. Für die Nachrichtendienste aus dem Osten sind beide Stationen verlockende Ziele. Ja, der Teufelsberg, der ja im Territorium lag, was man häufig als Pfahl im Fleisch der DDR bezeichnete, war innerhalb des Pfahles eine Perle. Nachrichtendienstlich gesehen eine Perle. Jedenfalls ab dann, als man den Zugang zu den Informationen hatte. Der Zugang zu dem Hochsicherheitstrakt ist für die Hauptverwaltung Aufklärung eine riesige Herausforderung. Die Leute, die da gearbeitet haben, sie hatten Zugang zu wirklich Top-Secret-Informationen. Deswegen wird alle durchleuchtet, also bis so weit man könnte. Und das passierte immer wieder, regelmäßig. Kein Alkoholproblem, keine Drogenproblem, keine familiäre Verbindung mit dem Osten, keine Homosexualität. Doch genau das ist das Problem von Jens Karnay. Er ist schwul und weiß, was es bedeutet, wenn die US Air Force davon erfährt. Den Rauswurf. Das war wie Propaganda. Wir hörten immer, also Schwulenjagd. Ja, die waren stolz darauf. Wir jagen so und so viele jedes Jahr raus oder jeden Monat raus. Und wir sind dabei, für die Freiheit
ein Mann zu stehen, an der Frontlinie mit den bösen Russen. Und dann stehen wir da und wir sagen, naja, der richtige Feind, der aktuelle Feind steht hinter mir. Das sind meine Landsleute, die wollen mich wirklich zu Tode jagen. In seiner Freizeit macht Jens Karney Ausflüge nach Ost-Berlin. Von seinen Vorgesetzten ist es ausdrücklich erwünscht, dass die US Army und Air Force auch dort militärische Präsenz zeigen. Unsere Alliiertenrechte galten für ganz Berlin, nicht nur West-Berlin. Und deswegen wichtig ist, dass unsere Leute rübergehen sollten nach Ost-Berlin, um zu zeigen, auch hier haben wir das Recht zu sein. Gut? Das heißt, durch Checkpoint Charlie in Uniform, also ohne Namensschild, abmelden, rübergehen, die Zeit genießen nicht allzu sehr und zurückkommen. Wie eine Hauptfigur im Film bewegt sich auch Karney in der Berliner Schwulenszene, ständig in Angst aufzufliegen. Eines Abends denkt er sogar an Selbstmord. Ich saß da, ich habe auch ein bisschen geweint, glaube ich. Alleine mit meinem Bier da am Tisch. Und dann kam ein alter Herr mir entgegen und sagte, Junge, warum weinst du? Was kann denn so schlimm sein? Karney schüttet dem Mann sein Herz aus. Der gibt ihm einen Rat. Du tust denen Gefallen, wenn du dich umbringst. Du musst was anderes machen. Du musst zurückkämpfen. In dieser Nacht trifft der junge Soldat eine folgenschwere Entscheidung. Er will die Seiten wechseln. Ohne dass seine Army-Kollegen ihn entdecken, klopft er an die DDR-Wachbaracke am Checkpoint Charlie. Minuten später sitzt ihm ein HVA-Agent gegenüber. Später zeigt der Stasi-Offizier Jens Karney sein Ost-Berlin. Am liebsten würde der US-Bürger gleich dort bleiben. Der Major führte mich ein bisschen in Berlin herum und sagte, ja, und hier ist auch was Wichtiges für dich, das ist die Schoppenstube. Er sagte, das ist ein Ort für Leute wie du. Das war meine Einführung sozusagen in die Schwulenszene vom MFS. Ja, dachte ich, okay, ganz aufgeklärt dieser Geheimdienst. Die im Laufe der Tradition geschaffenen, von den Homosexuellen selbst geschaffenen Kontaktmöglichkeiten sind vielfältig. Es gibt da die sogenannten einschlägigen Gaststätten. Ab und zu darf in manchen Gaststätten getanzt werden. Man stelle sich nur vor, Männer mit Männern. Da wurde auch in der Schoppenstube getanzt. Und da wurden Platten aufgelegt und dann durfte getanzt werden. Das war in der Heiligen Nacht. Da war man offen und frei. In der DDR wird der Schwulenparagraf 175 schon früh aus dem Gesetzbuch gestrichen. Offiziell ist Homosexualität erlaubt und toleriert. Doch das rosafarbene Paradies hat seine Schattenseiten. Dass da Jungs bei waren von der Firma Horsch & Cook, das war uns allen klar. Einige behaupteten auch, zwei Häuser weiter, da waren Eckfenster, ein Erkerfenster, da haben immer welche gestanden und haben geguckt. Für die Staatssicherheit sind Bundesbürger oder gar Amerikaner, die ihre Homosexualität im Osten ausleben, leicht erpressbar. Und ich halte dich fest. Ich wollte nicht Spion werden. Das war nicht meine Absicht. Dann plötzlich stehe ich da. Ich bin jetzt inoffizieller Mitarbeiter, meinetwegen, des Ministeriums für Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, Kundschafter des Friedens. Karney schmuggelt Material aus der US-Abhöranlage, das Militärpläne der Westalliierten verrät. Später wird er deswegen zu 38 Jahren Haft verurteilt. Das, was dort erarbeitet wurde, ist von ungeheurem Wert, jetzt weniger politisch als mehr militärisch. Aber das ist ja sowieso nicht gänzlich zu trennen. Auch am Teufelsberg hat die HVA einen Informanten, James W. Hall. Er stiehlt NSA-Akten und wird dafür zu 40 Jahren Haft verurteilt. Die USA zwingt die Bundesregierung, 1992 die von ihm kopierten Akten herauszugeben. In den Unterlagen, die Hall gebracht hatte, befanden sich gewissermaßen die Zieltelefonapparate, die der NSA gerne abhören wollte. Und zwar nicht nur
in der DDR oder Osteuropa oder bestenfalls sogar noch Sowjetunion, sondern auch von Westeuropa. Was Snowden lieferte, hatte Hall schon längst 2 Jahrzehnte vorher erledigt. Und insofern war es natürlich tatsächlich ein Riesenerfolg für die Staatssicherheit, dass sie es geschafft hat, in diesen Einrichtungen in West-Berlin, dennoch in der CIA, tatsächlich vor Ort Informationen zu sammeln. Die HVA, die Auslandsspionageorganisation der DDR, war in der Zeit des Kalten Krieges einer der effektivsten Nachrichtendienste. Aber nur, weil die Ostspione keine Skrupel kannten. Ich muss sagen, dass wir oft auch übers Ziel hinausgeschossen sind, um Erfolge präsentieren zu können. Die DDR retten konnten die Agenten aus dem Osten trotzdem nicht. Man kann schon sagen, dass die Staatssicherheit gemeinsam mit den anderen Ostblock-Geheimdiensten ein sehr detailliertes und präzises Bild etwa von den militärischen Kräften des Westens oder dem politischen Geschehen dort hatten. Dass aber sozusagen das in politischen unmittelbaren Nutzen umzusetzen letztendlich gescheitert ist. Ein Scheitern, das Verlierer auf beiden Seiten hinterlässt.